Ja, Freunde, nachdem ich euch im letzten Video nochmal alle neuen Stadia-Releases des Januars 2021 zusammengefasst habe, dann fragt ihr euch vielleicht, was kommt als nächstes? Und das natürlich zu Recht. Also, ich weiß es schon und ihr wisst es auch gleich. Zumindest, wenn ihr mein Video schaut. Da geht es um terminierte Neuveröffentlichungen für den Februar 2021. Ich habe Terminupdates im Angebot und natürlich wieder riesenartige Gerüchte. Riesenartig, das Wort gibt's gar nicht. Ich habe riesige Gerüchte für euch. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Also, auf geht's. Aus der Ankündigung der Pro Games für Februar wisst ihr bereits, dass direkt am 1. Februar Journey to the Savage Planet für Stadia erscheinen wird, und zwar in der Employee of the Month Edition. Nochmal ganz kurz zum Reinholen. In Journey to the Savage Planet erkundet ihr den Planeten ARY26 mit dem Ziel herauszufinden, ob dieser für eine menschliche Besiedelung geeignet ist. Mit viel Witz, Charme, bunter Grafik und abgedrehter Story erlebt ihr so manches Abenteuer. Pikuniku erscheint am 2. Februar 2021 für Stadia. Eigentlich bereits für den 20. Januar geplant und auch angekündigt, hat sich der Release noch einmal um 2 Wochen verzögert. In Pikuniku müsst ihr Rätsel und Puzzles lösen, doch dabei ist das Gameplay und die Visualisierung derart bunt und skurril, dass man kaum glauben mag, dass es im Spiel um die Aufdeckung einer weitreichenden Verschwörung geht. Und nicht nur im Einzelspielermodus, sondern auch im lokalen Mehrspielermodus könnt ihr besondere Abenteuer bestehen. Neu angekündigt wurde Monster Jam Steel Titans 2, welches am 2. März für Stadia erscheinen soll. Auch ein erster Preis ist bereits bekannt, so soll das Basisspiel für knapp $40 oder halt Euro zu haben sein. In der Fortsetzung von Monster Jam Steel Titans bekommt ihr nicht nur neue Trucks, mehr Trucks und bessere Trucks, sondern auch Zugang zu neuen Welten und Stadien. Via Twitter wurde von Publisher Zodesco bekannt gegeben, dass Kazei and the Wild Mask am 26. März released werden wird. In dem aus den 90ern inspirierten Plattformer spielt ihr Kazei und spielt euch durch die Level der Kristallinseln, um euren Freund Hogo vor einem Fluch zu retten. Als Gegner stehen euch lebendige Gemüsepflanzen im Weg, doch die könnt ihr ja unter anderem mit Sprüngen ausschalten. Ein klassisches Jump'n'Run eben. Outriders, der kommende Third-Person-Koop-Shooter von Entwickler People Can Fly und Publisher Square Enix, wurde verschoben und soll nun halt erst am 1. April erscheinen. Wobei, laut eigenen Angaben soll es eben kein klassischer Shooter sein, sondern ein Hybrid aus Shooter mit tiefgehendem Rollenspielsystem. Eine Demo ist ebenfalls bereits angekündigt, und zwar für den 25. Februar. Ich hoffe mal schwer, dass diese es auch für Stadia geben wird. In Outriders könnt ihr einerseits eine Kampagne als Einzelspieler durchspielen oder aber auch im Koop-Modus mit bis zu 3 Mitspielern. Und das alles halt in einem apokalyptischen Sci-Fi-Universum. Interessant sind die mittlerweile bekannt gegebenen Systemanforderungen, welche am PC schon ziemlich heftig sind. Hier bin ich ehrlicherweise sehr gespannt, auf welcher Qualitätsstufe das Spiel am Ende dann bei Stadia laufen wird. Zwar initial für Februar angekündigt, aber nun ebenfalls verschoben wurde Riders Republic. In dem Ubisoft-Game könnt ihr euch mit einer riesigen Anzahl an, nun ja, ich nenne es mal Fortbewegungsmitteln, die Berge runterstürzen und Action erleben. Egal ob Snowboard, Downhill, Ski oder Wingsuits, runterkommen und dabei geile Sprünge, actiongeladene Duelle und natürlich schnelle Abfahrten bestehen. Das ist euer Ziel. Dabei dürften die Challenges auch aufgrund der Multiplayer-Komponente ziemlich Fun machen, denn bis zu 50 Spieler sollen gleichzeitig an den Start gehen können. Leider gibt es bisher kein neues Release-Datum, es wird lediglich von Later This Year gesprochen. Brandneu ist die Ankündigung von Road 96, einer spielerischen Umsetzung eines echten Roadtrips.
In Road 96 müsst ihr eine riskante Reise durch das autoritäre Land Petria starten und habt die Wahl, welche Routen ihr nutzt. Dabei begegnet ihr sehr speziellen Charakteren, besteht Abenteuer und verknüpft die einzelnen Geschichten und Geheimnisse zu einer großen gemeinsamen Story. Das Spiel soll in 2021 erscheinen und weckt zumindest bei mir ein wenig Interesse, denn einen Roadtrip wollte doch eigentlich jeder schon mal machen, oder? Blackwood heißt das erste Kapitel der neuen Gates of Oblivion Erweiterung von The Elder Scrolls Online. Gates of Oblivion wird dabei eine ganzjährige Saga innerhalb von ESO sein und enthält unter anderem Flames of Ambition, welches am 8. März erscheint, und halt Blackwood, welches am 1. Juni erscheint. Blackwood soll einen Umfang von weiteren 30 Stunden haben, in denen ihr neue Stories und ein neues Gebiet erkunden könnt. Und nun zu den Alterseinstufungen und Gerüchten. Wer von euch hat schon einmal von Street Power Football gehört? Ja, dachte ich's mir doch. Zwar ist Street Power Football kein reines Fußballspiel im Sinne eines FIFA- oder PES-Erlebnisses, doch wer die unglaublich lange Wartezeit auf FIFA für Stadia überhaupt nicht mehr aushält, kann demnächst immerhin mit ein paar Tricks, Action-Moves und Duellen auf der Straße und auf kleine Tore seine Zeit verbringen. Denn die ESRB, die US-amerikanische Prüfbehörde für Videogames, hat das Spiel einer Alterseinstufung für Stadia unterzogen, womit das Spiel demnächst released werden wird. Ebenfalls eine Alterseinstufung für Stadia hat Killer Queen Black erhalten, jedoch vom europäischen Pendant der Peggy. In Killer Queen Black kämpft ihr als Bienenkönigin um das Überleben eures Bienenstocks. Dabei habt ihr verschiedene Möglichkeiten, wie ihr eure Arbeiter beschützen könnt. Zwar könnt ihr das Game nicht nur lokal, sondern auch mit bis zu 8 Spielern online zocken, jedoch ist es ein weiteres Pixel-Game, von dem Stadia meiner Meinung nach schon viel zu viele hat. Spannender sind da doch die Gerüchte. Obwohl es seit einem Leak bei Capcom eigentlich klar sein sollte, dass die beiden Games Resident Evil 7 und Resident Evil Village für Stadia erscheinen sollen, immerhin sind ja Dokumente bekannt, dass Google 10 Millionen Dollar für eine Portierung bezahlt hat oder zumindest bezahlen will, hat sich leider noch keine konkrete Ankündigung für Stadia ergeben. Und das halt, obwohl Resident Evil Village erst letzte Woche groß angekündigt wurde und nun ein Release-Datum bekommen hat. Es soll nämlich am 7. Mai 2021 erscheinen. Doch ein mögliches weiteres Indiz für eine eventuell baldige Umsetzung für Stadia war eine Umfrage, welche Capcom laufen hatte. Denn darin wurde nach dem Resident Evil Showcase explizit gefragt, auf welchen Plattformen man das Game spielen wollen würde. Und auch Stadia war dabei. Und auch Fall Guys wollt in einer Umfrage von euch wissen, ob ihr das Game unter Stadia spielen wollen würdet. Das heißt, auch der Entwickler Mediatonic setzt sich mit einer möglichen Portierung für Stadia auseinander, will aber natürlich vorher eine mögliche Nachfrage abschätzen. Nagelneue Teaser gab es in den letzten Wochen ebenfalls. So hat Bethesda bekannt gegeben, an einem neuen Indiana Jones Spiel zu arbeiten. Außer diesem Mini-Teaser gibt es natürlich noch überhaupt gar keine Infos, doch wird es sicherlich eine neue, sehr interessante Spieleserie werden. Und jetzt das große Aber. Zwar sind mit The Elder Scrolls Online, Doom und Wolfenstein mehrere starke Titel von Bethesda bei Stadia vertreten, doch wurde der Mutterkonzern ZeniMax Media erst kürzlich von Microsoft erworben. Daher gibt es natürlich berechtigte Zweifel, ob ein Indiana Jones Spiel von Bethesda jemals zu Stadia kommen wird. Positiver eingestellt bin ich allerdings bei dem nächsten Riesenteaser, denn Ubisoft hat bekannt gegeben, zusammen mit Lucasfilm Games an einem neuen Star Wars Spiel in einer Open World zu arbeiten. Ja, so wie es ausschaut, sind die Star Wars Rechte für Videospiele nicht mehr länger nur bei Electronic Arts. Und natürlich ist es für Infos jeglicher Art auch hier noch viel zu früh, doch da Ubisoft bisher Stadia ja wirklich supportet hat wie kaum ein anderer Publisher, sind die Chancen hier sehr hoch, dass dieses Star Wars Spiel dann auch mal zu Stadia kommen wird. Also irgendwann in ein paar Jahren vielleicht. Ja, boom! Vor allem die letzten beiden Teaser zu Indiana Jones und zu einem Star Wars in einer Open World, die machen aus Gamer-Sicht natürlich echt Lust auf mehr, vor allen Dingen viel mehr.
Doch noch ist es natürlich dafür viel zu früh. Auch eine tatsächliche Veröffentlichung auf Stadia ist überhaupt noch nicht klar. Bei Indiana Jones bin ich aufgrund des Bethesda-Microsoft-Deals sehr, sehr skeptisch, gebe ich ehrlich zu. Aber bei Star Wars dürfte das dank Ubisoft ja wesentlich besser aussehen mit einer Veröffentlichung bei Stadia. Aber was meint ihr? Welches davon müsste es denn nach eurer Ansicht unbedingt zu Stadia schaffen? Schreibt es bei mir ab in die Kommentare unter das Video. Und wisst ihr was? Ich lese die nämlich alle. Das wirklich, ja, ehrlich. So, und das war's für heute. Also, bis bald. Ciao.